So viel zum Thema Warten. Hallo und willkommen zurück. Horizon Zero Dawn ist angesagt. Wir sind hier irgendwo in der Botanik, in der Pampa, irgendwo am Arsch der Welt. Und wir suchen den Olin. Denn er hat uns gesagt... Ja, was hat er gesagt? Keine Ahnung. Wir haben ihn ergriffen und er wollte uns verraten. Wir haben ihm das Leben geschenkt. Das war eine Auswahl, die wir zur Auswahl hatten. Und wir müssen jetzt nach hier oben, nach Schöpfers End. Und jetzt sehe ich erst, dass ich einerseits diese Markierung hier entferne und andererseits hier mal ein bisschen entlang spazieren darf. Ah, hier haben wir noch mehr Trümmer. Alter Ring. Ich bräuchte eigentlich mal diese Knochen, um hier ein bisschen... So. Ich merke nämlich gerade, dass hier doch ziemlich viele komische Gestalten durch die Gegend laufen. Nee. Und ich habe keinen Bock, mich jetzt hier mit allen zu beschäftigen. Vor allem, weil wir hier sicherlich noch den ein oder anderen... Richter als Wachpost, Eclipse, wie er gesagt hat. Ja. Den ein oder anderen kleinen Dude haben, der uns irgendwie mega auf den Keks gehen wird. Das kennen wir doch erstmal. Jupp. Da unten hocken einige. Oh. Der ist ja so nah, dass ich den übersehen habe. Reichtümer gibt es hier schon längst keine mehr. Nur noch die Alten, vergraben in der Erde. Okay. Was haben wir da? Kultisten-Scharfschütze. Achso, das ist der, den wir schon umgenietet haben. Aber da war noch mehr, da unten. But wait, there is more. Okay. An Futterkram haben wir hier nichts mehr. Oder Getränke, besser gesagt. Ach, dammit. Ja, komm. Was soll's. Hä, was ist da los? Hallo. Und... You are the man. Da ist etwas. Hat mir Spaß gemacht. Aber jetzt muss ich hier mal ganz schleunigst weg. Denn, wow. Denn da kommen sie von allen Seiten. Das war ja so elegant. Würde ich sagen. Au! Au! Was war das denn gerade? Nicht abhauen, kämpfen! Ja. Sagt der, der hier anfängt in den Nahkampf zu gehen. Da war doch noch was. Da kam gerade eben noch ein Pfeilschuss angeflattert. Ein Verderber. Oh, wow. Panic Roll! Panic Roll! Oh shit, und ich räume mich natürlich genau ins gegnerische Lager. Ich bin ja so schlau. Damn, damn, damn. Panic Roll! Panic Roll! Roll! Nee. Aber, ich glaube, ich habe mich in Sicherheit gerollt. Ich will den Tag noch nicht vor dem Abend loben, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das doch gar nicht... Dass ich es irgendwie geschafft habe, sicher rauszukommen. Okay. Panik hin oder her. Ich suche mir mal einen anderen Weg. Vielleicht finde ich hier einen durch die Ruinen, so einen etwas schleichenderen. So hier entlang. So,
Na, seht ihr mal. Einer weniger. Da kommt jetzt gerade noch einer. Ich kann nur noch nicht identifizieren, was das für einer ist. Ach, das ist nur ein Wächter. Oh, du bist kein Wächter. Ganz im Gegenteil. Du bist einer, den strecke ich von hinten nieder. Und ja, jetzt muss man gucken. 150. Aha. One more. Zip. Ich bin... Oh fuck, ich schieße ja die ganze Zeit schon mit den kräftigen Bögen. Und das ist gar nicht so geil. Er sucht mich. Ich muss hier weg. So, der findet mich definitiv jetzt erstmal nicht wieder. Noch auf der Suche nach mir. Da ist das Gras. Genau das brauchen wir. Wunderbar. Da ist er. Und schon ist er wieder weg. Wie gesagt, ab ins hohe Gras. Und jetzt gucken wir nochmal. Aha. Menschen, die lassen sich nicht so leicht verarschen. Würde ich behaupten. Ui. Ja, oder noch leichter. Na komm. Ich bin sehr begeistert davon, wie die es schaffen, mich gänzlich zu ignorieren. Weep. Oh. Jetzt aber. Weep. Der nächste Tote. Von da, was seid ihr denn? Seid ihr denn überhaupt Menschen? Ja, ihr seid Menschen. Das ist nämlich auch nochmal wichtig, ob ich das locker oder eher gefährlich angehen muss. In dem Fall war es eher locker. Und... Ja gut. Bei dem muss ich mal ein bisschen... Okay, von dem... Den sehe ich nicht gut genug dafür. Aber das macht ja nichts. Ich könnte ihn zumindest noch mal ein bisschen Feuer machen. Ich sollte das schnell zu Ende bringen. Denn die Verderber sind ja angeblich ziemlich anfällig, was Feuer angeht. Wow, ja, wir Menschen nebenbei auch. Das müssen wir immer wieder schmerzlichst erfahren. Da passt er wohl nicht durch. Oh. Schön leise jetzt. Das tut mir aber leid. Mal gucken, ob ich hier irgendwie... Nee, komme ich nicht hoch. Hätte ja klappen können. Tut's aber nicht. So, da ist er. Oh. Oh, das... Dann lieber den da hinten. Zip. Genau. Hier gibt es nichts zu sehen. Oh fuck. Schön in die Sackgasse. Woo!
Maschine gekillt. So, von... Ach, guck mal, einer schaut. Da sind ja noch welche. Zip. Da oben ist auch einer. Zip. Panik, Panik. Au. Einer geht noch. Oh, nicht getroffen. Das ist ja traurig. Schießt doch nicht gerade nur auf Glück, oder? Nee, der trifft sogar. Aber ich ihn auch. Ah, von da unten kommt er jetzt. Na gut, warte mal ab. Ich komme einfach zu dir. Wenn du nicht zu mir kommst, komme ich zu dir. Und dann machen wir das Ganze nochmal 1 gegen 1. Verschwende nicht meine Zeit. Ich will nicht. So. Vermisst man fast die roten Raubzüge. Punktlandung. Wir haben noch ein paar Scherben. Da kommen sie. Hochwandern. Hier lag ja auch noch irgendwas. Wunderbar. Was haben wir hier? Vorratskiste mit Lohe und so ein Kram. Keine großartigen Gefahren, die jetzt gerade auf mich lauern. Das ist schön. Außer dieser Tür. Diese Tür ist nämlich unheimlich gemein zu mir. Was haben wir hier? Ja, das sind keine Life Points. Für den Fall, dass ich nochmal dumm wie Brot bin und mich einfach in die Gegner reinrolle. Schnee und Nebel. Weiß wie Knochen. So, hier dürfte aber auch gar nicht mehr so viel rumliegen. Genau, der Dude. Und ein bisschen Glück. Mach ich das doch. Oh, jetzt werde ich hier ein richtiger Fuchs. Nein, der Draht ist zu kurz. Na gut, so viel zum Thema Fuchs. Ein bisschen schauen. Könnte hier hochwandern. Dann ich habe keine Munition probieren wir es doch dafür. Einfach mal. Und versuchen ihn mal ein bisschen zu locken. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich ihm da gerade eben abgefeuert habe, aber scheint wehgetan zu haben. Gehen wir mal. Hallo! Du siehst mich. Oh, du mich auch. Nicht ganz so praktisch. So. Auch wenn du der Meinung bist, mich sehen zu können, das ist eine Lüge und das weißt du. Deswegen werde ich mir jetzt einfach deinen kleinen Freund hier unten schnappen, während du dort oben versuchst, mich irgendwie zu erwischen. Tja, und jetzt? Wo bist du denn jetzt hin? Bist du dahin? Hallo, hier bin ich. Komm zu mir. Komm. Komm, Verderber. Komisches, hässliches Verderberding. Komm, komm, komm. Er schnallt es nicht. Ist doch nicht schlimm. Wenn du nicht kommst, komme ich zu dir. Es hätte ja früher oder später so kommen müssen. So, einmal kurz hier in Deckung gehen. Er schießt einfach blöd durch die Gegend. Meinetwegen soll er das tun. Schießt einfach gleich blöd hinterher. Hallo! So willst du jetzt von mir?
nackt. Nicht schießen. So, immer schön nach den Angriffen erst. Au! Erst Spaß machen. Jetzt können wir. Das war jetzt irgendwie voll daneben gewollt. Und adios. Was haben die Alten hier gemacht? Das würde ich auch gerne wissen. Was haben die hier gemacht? Warum sind alle so böse auf mich? Ah, wir haben natürlich auch noch ein bisschen neue Schatzkisten im Inventar. Oh, ein bisschen ist gut. Nein. Da nehme ich alles. Nehme ich auch alles. Nein. Jo. Was haben wir noch? Ja. Noch irgendwas, was ich gerne nehmen würde? Nee, irgendwie nicht. Spezialobjekte. Aha, Metallblumen. Stimmt, genau. Da hatten wir ja noch irgendwas. Irgendwo, irgendwie, irgendwann. Aber schon wieder vergessen was. Ich weiß, dass da irgendwas war mit Metallblumen und so weiter. Und ich soll die da irgendwo hinbringen? Das ist aber mittlerweile schon so lange her. So viel dabei. So, 126 Schritte. Da geht's als nächstes lang. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, wir sind echt noch unglaublich weit entfernt. Wer weiß, was da hinten überhaupt auf uns lauern wird. Oder ob wir hier schon alles ausgeräuchert haben. Ah, hier kann man... Hier kann man klettern. Okay, das sieht gut aus. Das sieht so aus, als ob wir hier schon ein bisschen aufgeräumt hätten. Vielleicht sind wir hier auch schon drüber gerollt. Ich weiß. The fuck? Eine Explosion. Irgendwas ist da. Da muss man irgendwie eine Position finden, die mich vielleicht nicht ganz so verrät. Auf jeden Fall stampft da gerade irgendwas gewaltig. Was bist du denn? Ein Todbringer. Und was bist du? Das ist jetzt ein bisschen creepy. Da hätte ich ja schon sehr gerne ein bisschen Kram. Ich frage mich gerade, wir haben ja hier so eine so einen Seilwerfer. Was macht denn der überhaupt? Diese Waffe wird benutzt, um Maschinen am Boden festzubinden und bewegungsunfähig zu machen. Aha. Der Angriff auf eine gefesselte Maschine verkürzt die Zeit. Warum genau habe ich das vorher nicht schon mal gemacht? Also, ich meine, wenn wir schon Seile werfen können, was haben wir hier? Dann hätten wir das vielleicht schon mal ein bisschen eher. Dann wären die Flugviecher vielleicht auch nicht mehr so das Drama gewesen, wenn wir diesen Seilwerfer zu schon länger feiern. Noch eine Explosion. Noch eine Explosion. Explosion untersuchen. Ehrlich gesagt will ich da gar nicht runter. Ich hätte ganz gerne so einen Safe-Spot an dieser Stelle hier. Haben wir hier irgendwo einen Safe-Spot? Scheinbar nein. Aber da unten ist zumindest... Geschützt drin! Aus. Und Tempo bitte. Keine Trödelei. Bald ist der Dämon funktionstüchtig. Noch ein Todbringer in unserer Reihe. What the fuck? Das muss einer der Todbringer sein, die Olin erwähnt hatte. Schützbringer, Entlüftung. Ich werde nie in diesen Turm kommen, wenn ich dieses Ding nicht erledige. Das ist jetzt schwierig. Haben wir hier irgendwelche Auswege? Also wir können
Ja, das wird nichts bringen. Aber wir können zumindest den einen Dude dort vorne, diesen hier, nur schon mal ausschalten. Der da oben sieht auch gut aus. Da drüben ist auch noch einer. So, je weniger Gegner wir jetzt haben, glaube ich, umso besser ist das für uns. Die Frage ist natürlich auch, wenn wir hier das Ding, also einen von den Dudes hier angreifen, wird sich der Todbringer gleich zu uns umdrehen? Mein Fokus. Er geht nicht mehr. Sein Fokus ist deaktiviert. Der Rest liegt an dir. Ich schaff das schon. Da kommt Rauch raus. Ob das wohl seine Schwachpunkte sind? Okay, wir sind hier noch safe. Wir suchen nämlich noch. Oh fuck. Was anderes hatten wir nicht zur Wahl. Junge, Junge, Junge. Heilige Kacke. Kein Wunder, warum der scheiß Todbringer heißt. Ich muss hier definitiv erstmal geschmeidig chillen. Weil, wenn er mich nicht mehr im Visier... im Visier haben sollte, dann könnte ich vielleicht den ganzen Schuss geben. Sehr, sehr gut. Bewege ich mich jetzt hier mal ein bisschen weiter rüber. So, jetzt muss ich mal gucken. Hier läuft noch irgendwo ein Wächter herum. Da drüben ist er. Also. Okay, Überhitzung oder sowas. Nee. Getan. Das war's? Das war ein Todbringer? Sehr lachhaft. So, jetzt macht er hier ein auf Sweet und Terminated. Schnell weg hier. Oh, geilo. Okay, so sehen Todbringer aus. Sehr bitter. Das wird also, so schwer. Die machen schon miesen Wumms. Das darf man echt nicht unterschätzen, ne? Aber ich dachte jetzt, da kommt ein bisschen mehr bei rum. So, jetzt nur noch ein Kultist irgendwo. Da oben. Da ist er. Und adios. Geschafft. Die Dinger haben es in sich. Okay. Dieser Eclipse-Offizier hatte einen Fokus. Mal sehen, was da drauf ist. Das klingt gut. Aber da ist noch irgendwas. Hier diese Kristallgeflecht. Aber wenn wir davon schon genug haben, dann reicht das eigentlich. Achso, der Dude. Nein, ich will den... den Dude hier. Ha. Mal sehen, was du zu sagen hast. Das.
Die Einheit lebt. Unakzeptabel. Unakzeptabel. Was zur Hölle war das? Hades? Hey! Geheimnisvoller Fremder! Hast du das gesehen? Keine Antwort, hm? Typisch. Es wird immer merkwürdiger. Ich muss irgendwie in den Turm kommen. Tatsächlich ist das hier gerade ziemlich mysteriös, was hier gerade passiert. Es klang aber, als ob eine Maschine gesprochen hat. Ich würde fast behaupten, es war Hades. Okay, gehen wir mal in diesen Turm rein und gucken, was hier drin auf uns wartet. Sieht eng aus, aber ich kann mich durchquetschen. Okay, durch da. Identity-Scan wird durchgeführt. So jetzt schon wieder. Genetisches Profil bestätigt. Zutritt autorisiert. Guten Tag, Dr. Sobek. Bitte treten Sie ein. Eine sehr interessante Sache. Wir haben Zutritt zu einem Vault bekommen. Aber was genau hier auf uns warten wird, das wird noch ein paar Minuten für euch offen stehen. Denn ich werde hier jetzt auch nochmal eine kleine Pause einlegen. Hoppla. Und guck mal, was da so alles passiert. Ist ja bombastisch. Voll gut. Dr. Sobek. Unser ehemaliges Ich oder sowas. Ich weiß es nicht. Wir werden es herausfinden. Ich bin echt mega gespannt. Also, bis bald. Gleich demnächst.